Spülmaschinen geeignet ist, wie das wirklich dann ist und wie das Besteck dann danach aussehen wird. Ich bin gespannt, in Schwarz oder in Grau. Leute, willkommen bei den Suchens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute ein Action Hall, aber ein besonderer. Und zwar gibt es derzeit dort Tischgedeck, Tischdecken, Servietten, ganz viel Besteck und auch Geschirr haben die ja immer da. Und das Ganze habe ich jetzt einfach mal geholt und wir testen einfach zwei Varianten. Ich werde gleichzeitig auch mit den Sachen, die ich euch zeige, auch zwei Tischgedecke? Werde damit zweimal einen Tisch decken, natürlich alles im weihnachtlichen Stil. Also habt ihr in einem ein Hall, aber auch direkt so, wie ihr es mögt, auch in live, wie das zusammen harmoniert, beziehungsweise wie man das dekorieren kann. Wenn euch so ein Format gefällt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Lasst mir ein Gefällt mir da und einen Kommentar, da freue ich mich. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Wir fangen direkt auch mit dem Besteck an. Und zwar habe ich einmal die goldene Variante und einmal die anthrazitfarbene geholt. Die schwarze ist ja aktuell sehr, sehr im Trend. Das Goldene schon, glaube ich, auch letztes Jahr schon sehr im Trend gewesen. Ein Set kostet 10 Euro und ist für 4 Personen. Ich werde das Ganze auch nur für 4 Personen eindecken, damit das fürs Video auch ausreichend ist. Ansonsten muss man natürlich das Ganze doppelt holen. Aktuell gab es das, glaube ich, mal auch im Lidl oder im Aldi auch zu einem, glaube ich, mal etwas teureren Preis, ich meine für 20 Euro. Aber wie gesagt, hier steht auch drauf, dass es Spülmaschinen geeignet ist. Wie das wirklich dann ist und wie das Besteck dann danach aussehen wird. Ich bin gespannt, also ich weiß noch nicht, wie viel ich davon halten soll oder wie das von der Qualität dann natürlich sein wird. Werde aber euch das auf jeden Fall in den Vlogs mal mitteilen. Also wer unsere Vlogs verfolgt, der wird es da auf jeden Fall nochmal hören, wie sich das Besteck verhält. So, dann habe ich zweimal ein Geschirrset. Wir haben einmal ein schönes weißes Geschirr mit einem goldenen Rand. Gibt es auch in Schwarz oder in Grau. In Schwarz fand ich das auch ganz schön, aber ich habe mich dann doch irgendwie fürs Weiß entschieden, weil es doch alltagstauglicher ist. Und wir haben schon dunkles Geschirr, wir haben dunkelblau auch schon zu Hause. Deswegen habe ich gedacht, jetzt mal wieder eine hellere Variante. Einmal Kuchenteller und einmal die normalen Teller. Die Teller kosten, ich glaube, die großen 3 Euro und die kleineren ein bisschen günstiger. Die zweite Variante habe ich dieses Geschirrset geholt. Das ist in so einem eher Naturton, würde ich sagen. Nicht so viel Glitzer. So schauen die großen Teller aus. Sieht natürlich sehr hochwertig aus. Durch das Matte und diese aufgeraute Kante ist hier steingut und ja, fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Alles für die Spülmaschine auch geeignet. Ich glaube, die Teller nur nicht in der Mikrowelle, soweit ich das gesehen habe. Genau, wegen dem goldenen Rand wahrscheinlich. So, dann habe ich solche Platzsets gesehen, beziehungsweise der Anton sogar, mein Mann. Und, aber leider haben wir nur eins davon bekommen, falls ihr bei euch in eurem Action, ich war sogar in zwei Actions, deswegen, damit ich das, ja, diesen Platzset bekomme. Der ist zweiseitig, einmal in Gold und einmal in so einem Perlmutt Beige mit ganz, ganz feinem Glitzer. Aber leider haben wir nur 2 Stück davon gefunden und auch noch das zweite irgendwie im Einkaufswagen vergessen. Also super Fail. Jetzt habe ich so ein Platzset und es gibt halt einfach keine anderen mehr davon. Sehr, sehr schade. Ich hätte so gern damit dekoriert, ging jetzt leider nicht. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht, neue Platzsets zu finden und bei uns ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie 100 Läden in einer Ecke haben. Deswegen musste ich gucken, was ich kriege. Habe jetzt im Kick hier so welche geholt. Die sehen natürlich jetzt nicht so Bombe aus wie die anderen, aber für das, was ich vorhabe, reicht es allemal. So, die haben 2,50 Euro pro Stück gekostet. Dann habe ich Weingläser mitgenommen, ein 4er-Pack. Fühlt sich ganz gut an in der Hand. So sieht die Verpackung aus, ist ein Weißweinglas und ja, hält sich eigentlich ganz gut in der Hand. Ist nur ein bisschen schwer vom Gewicht her, das Glas, also ist nicht so ein feines Glas. Sind aber 3 Euro für die 4 Gläser, also da kann man jetzt nicht meckern oder über den Preis irgendwie drüber sprechen. Habe ich noch Kerzen gebraucht, da kostet auch ein Set, glaube ich, mal 2-3 Euro. Und dann die Tischdecken, genau. Ich habe einmal hier so ein Set,
in dieser schönen Variante weiß mit goldenen Punkten. Wie gesagt, alles aktuell. Ich hoffe, wenn das Video jetzt am Sonntag online kommt, dass es noch da ist, wenn ihr am Montag alle ins Geschäft geht. Wir haben einmal die Servietten, 4 Stück, einmal dann die Tischdecke, die ist 2,40 m x 1,40 m. Also wir haben einen 2,20 m Tisch, das heißt, es reicht gerade noch so. Es ist aber auch schon ein sehr großer Tisch, den wir hier haben. So, und dann haben wir noch solche Tischläufer. So. Und die zweite Variante ist in hier so einem Karo-Muster. Dazu wird dieses braune Geschirr dann gestellt. Das andere, die Decke und, habe ich schon gebügelt, deswegen kann ich das jetzt hier nicht zeigen, weil ich schon gestern angefangen habe, das Video zu drehen und dann abbrechen musste. Also, ja, die Decken kosten, also die Tischdecken kosten 7 Euro und die Servietten und das alles um die 4 Euro und 3 Euro. Also sehr, sehr günstig. Da gab es auch so Polyester. Hier, das ist alles Baumwolle. Ich habe geguckt, dass ich halt nur Baumwolle mitnehme. Genau, hier, das ist komplett 100% Baumwolle. Und das hier ist, ich glaube, 90% Baumwolle und 10% Polyester. Deswegen eigentlich ganz angenehm vom Gefühl her. Natürlich sollte man sie vorher noch waschen. Schaffe ich jetzt nicht. Ich werde es einfach nur bügeln und dann euch alles präsentieren. Und dann würde ich sagen, los geht's. Wie ihr seht, schlägt diese Tischdecke leider sehr starke Wellen. Ich gehe davon aus, dass es an dem Garn liegt, der da eingenäht ist. Ich habe das versucht, so gut wie möglich zu bügeln. Dennoch schlägt das Wellen. Das müsst ihr dann ja, abwägen, wie wichtig oder unwichtig für euch das erscheint. Ja, ich finde jetzt für den Gesamteindruck war das jetzt nicht allzu schlimm. In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. So, kommen wir zu der zweiten Variante in eine etwas schlichteren, würde ich mal sagen. Diese Tischdecke hat sich auf jeden Fall besser bügeln lassen, dennoch sind hier noch einige Falten zu sehen, verzeiht mir. Am besten, ihr wäscht sie auf jeden Fall vorher und bügelt sie dann richtig gut mit einem Dampfbügeleisen.
So, mein Fazit. Also, die Tischdecken auf jeden Fall sehr, sehr gut bügeln. Die erste Variante, die schlägt Wellen, das muss man einfach sagen. Durch diese Naht wahrscheinlich, diese Polyesternaht. Die Baumwolldecke, die zweite Tischdecke, die ist auf jeden Fall besser, auch viel, viel besser vom Bügeln her. Und die würde ich euch eher empfehlen. Hier müsst ihr natürlich selbst abwägen, wie viel wollt ihr ausgeben und was habt ihr für Erwartungen. Natürlich könnt ihr hier keine High-End-Qualität erwarten. Dafür ist der Preis einfach viel zu niedrig. Aber ich finde, es kann sich trotzdem gut sehen lassen, auch günstig kann hochwertig aussehen oder beziehungsweise so tun als ob. So. Ich finde, beide Tische sind sehr gelungen und sind auch beide sehr unterschiedlich. Lasst mir gerne ein Gefällt mir da und einen Kommentar, was euch besser gefallen hat. Die erste oder die zweite Variante und wer in Action morgen läuft und die Tischdecken kauft. Nein, ich freue mich natürlich wie immer über eure Fotos. Wenn ich euch inspiriert habe, dann gerne auf Instagram, Dizzy Wuchins. Da könnt ihr mich gerne verlinken. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen schönen zweiten Advent. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst mir gerne ein Abo da, die Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr auch wieder das nächste Video sehen könnt. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss!